Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren ETS 2 News Video hier auf Alpha Logistik. Heute sitzen wir in einem Actros MP3, diesmal sogar mit, nee Quatsch, V6, kein V8, aber demnächst fahren wir vielleicht mal wieder V8. Damit werden wir so ein bisschen durch Litauen fahren, 146 Kilometer von Kaunas nach Schaulen. Ja, 2 Stunden 25 Minuten Ingame-Zeit unterwegs. Wir haben den V6 mit am Start. Ich dachte irgendwie an V8, aber nee, V8 war der MP2, den ich neulich ohne Aufnahme gefahren bin. Das hier ist, wie wir unschwer hören und natürlich auch außen am Logo gesehen haben, V6. Heute sprechen wir mal wieder über die SCS-News, die so aktuell sind. Wir haben, glaube ich, immer noch so ein bisschen, also jetzt mal neben der Tatsache, dass ich offensichtlich keine Kurve nehmen kann, wer gerade in das Spiel geguckt hat, wir haben, glaube ich, immer noch so ein bisschen Sommerloch momentan, ne? Also es tut sich gar nicht mal so viel, es gibt gar nicht mal so viele News, aber so ein paar Kleinigkeiten, über die man sprechen kann, vielleicht auch ein bisschen mehr als nur Kleinigkeiten, die gibt es dann doch. Und das gucken wir uns hier im Video erstmal an. Darüber hinaus, wenn ihr Vorschläge habt für kommende Videos, dann bitte einmal unten in die Kommentare schreiben. Am besten an dieser Stelle. Worüber soll ich quatschen? Was soll ich fahren? Welchen Truck? Welche Strecke? Welches Spiel? Von mir aus fahren wir auch wieder ATS oder OMSI oder so. Einfach alles reinballern unten, was ihr gerne mal sehen würdet. Und dann überlege ich mir was. Die Videos fürs kommende Wochenende sind schon aufgenommen. Die fürs Wochenende drauf muss ich noch aufnehmen. Und danach habe ich auch erstmal 2 Wochen Urlaub. Ich werde auch eine Zeit davon sicherlich nicht da sein, also nicht zu Hause sein, sondern halt irgendwo weg für ein paar Tage mal mit meiner Freundin oder so. Aber in der Zeit werden natürlich trotzdem dann ganz normal Videos kommen, selbstverständlich, weil, ja, ich werde halt trotzdem Zeit haben, die aufzunehmen. Das ist, wird, denke ich, ganz entspannt, wird, denke ich, ganz cool. Wenn ihr eine Idee habt, womit wir dieses kleine, aber feine Sommerloch füllen können, dann schreibt es auch gerne. Und nein, ich habe schon mal überlegt, ob wir vielleicht mal wieder ein Forza Horizon 5 Video machen können. Die ganz alteingesessenen Stammzuschauer dieses Kanals werden sich vielleicht erinnern, da haben wir früher mal so ein paar Videos zu gemacht, als das Spiel neu war. Damals auch mit grausiger Mikroqualität, wenn ich mich recht erinnere. Und das könnte man ja wieder so ein bisschen aufleben lassen. Jetzt nicht im Sinne von ich tune Autos oder ich schreite in der Kampagne fort, weil, welche Kampagne? Aber vielleicht sowas wie, wir machen mal 100 Super Wheel Spins auf, die ich irgendwie noch auf Tasche liegen habe oder sowas. Das könnte man, denke ich, auf jeden Fall mal machen. Und man wäre vielleicht auch so ein bisschen ein, ich will nicht sagen Klickmagnet, weil das so scheiße klingt, aber ihr wisst schon, was ich meine, ne? Bringt vielleicht nochmal ein bisschen Schwung, ein bisschen Abwechslung rein. Der ein oder andere wird mal wieder hier auf die ganze Geschichte aufmerksam. Also so viel dazu. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt für die kommenden Videos, dann lasst doch gerne mal einen Kommentar da. Lasst gerne auch mal ein Like da und ein Abo, wenn es euch gefällt, weil ich weiß, diese News-Videos, die ich hier mache, die kriegen immer einiges an Aufrufen. Die kommen, ja, somit am besten an, muss man ja auch schon so sagen. Und da bedanke ich mich bei euch. Vielen, vielen Dank für den Support. Also dem Kanal geht es jetzt fast schon doppelt so gut in absoluten Zahlen ausgedrückt, als bevor ich diese ganze News-Video-Geschichte angefangen habe. Also hat auch wieder so ein bisschen frischen Schwung reingebracht, das, was ich im Prinzip wollte. Und ja, es gibt Leute, die beschweren sich, dass ich auch zu viel über anderes Zeug schwätze in den News-Videos. Aber wenn wir wirklich nur die SCS-Software-News in diesem Video abhandeln würden, dann würden wir nicht... Also ich meine, wir müssen ja irgendwie 160 Kilometer fahren. Gut. Wir machen uns einmal den SCS-Block auf, würde ich behaupten, an meinem Mobiltelefon. Und dann gucken wir doch einmal, was da so Phase war die letzten Tage. Und wir haben letzte Woche Mittwoch ein Käsebohrer Trailer Pack DLC Work-in-Progress-Update bekommen. Ein Work-in-Progress-Update. SCS zeigt uns, woran sie arbeiten und das sogar mehrfach. Gibt's nicht oft, ich weiß, aber finde ich cool. Klar, bei Web-DLCs zeigen sie uns das oft. Natürlich, aber bei Fahrzeugen eigentlich nicht. Ich finde es cool, dass sie es bei Käsebohrer-Trailern machen. Wäre cool, wenn die es bei Trucks auch noch machen könnten. Ja, dann wäre die Community vielleicht nicht so quengelig. Ja, sie haben dazu geschrieben, it's in the final stages before release. Also allzu lange bis zum Release wird es sicherlich nicht mehr dauern. Es sind ein paar schöne Bilder von Trailern mit dabei. Es ist auch so ein unfassbar langes Ding mit dabei, was fast aussieht, ja, wie zwei Auflieger aneinander gehängt, so nach dem Motto. Oh, ich muss gerade mal gehen, ich komme gerade von der Arbeit, ich bin ja tot müde. Also, sieht tatsächlich sehr, sehr cool aus. Bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze dann fahren lässt, wenn es dann tatsächlich final ins Spiel kommt. Und ansonsten natürlich schöne Käsebohrer-Liveries und so weiter und so fort. Aber
Und das sagen viele von euch mir ja auch immer wieder. So ein Trailer-Pack bringt jetzt nicht unbedingt eine Riesenabwechslung. Aber es ist halt cool. Es gibt Leute, die wollen echte Marken im Spiel haben, die wollen echte Trailer im Spiel haben. Ich gehöre tatsächlich teilweise, wenn ich mich mit der Marke so ein bisschen identifizieren kann, auch dazu. Performance ist ja heute wieder grausig. Und bei Case Boras ist das definitiv der Fall. Also finde ich cool, dass wir die jetzt reinkriegen. Ich freue mich drauf. Wird, denke ich, ein schönes DLC werden, was ich euch natürlich zeigen werde, wenn es rauskommt. Dann gab es letzte Woche Donnerstag noch einen Post zu Truckstops in Missouri, also ein kommendes ATS-DLC, wo wir jetzt so ein bisschen die Truckstops und Rest-Areas gesehen haben. Sieht okay aus, ne? Sieht okay aus. Hat mich nicht wahnsinnig vom Hocker. Dann gab es am Sonntag noch einen SCS on the Road Beitrag, wo sie bei Schmitz Cargo Bull waren. Gibt es also auch Video, auch wieder ein Video auf SCS' YouTube-Kanal. Aber das war es dann tatsächlich schon. Also viel mehr gab es dann tatsächlich doch irgendwie noch nicht diese Woche. Und ich habe extra bis Dienstagabend 17 Uhr gewartet, weil ich mir dachte, vielleicht kommt ja heute noch was. Aber nee, heute kam nichts. Das heißt, wenn heute Abend doch noch was kommt, habe ich jetzt halt die Arschkarte gezogen. Aber ich denke mal, das wird nicht so sein. Was ich euch allerdings noch sagen kann, was sie angekündigt haben, wenn ihr das seht, gab es gestern Abend für mich heute Abend einen Stream, wo es Gameplay aus Arkansas gibt. Und auf Arkansas freuen wir uns natürlich alle, weil das ist der Bundesstaat, der vermutlich sehr bald für den ATS erscheinen wird. Und vielleicht wird ja im Rahmen von diesem Gameplay-Stream, der heute stattfindet, auch kein neues DLC, aber halt ein Release-Datum für das DLC angekündigt. Oder der Mac Pinnacle wird weiter angeteasert. Es gab ja von SCS auch letzte Woche Donnerstag. Stimmt, das habe ich vergessen. Letzte Woche Donnerstag oder Freitag, Mittwoch? Letzte Woche irgendwann auf jeden Fall. Gab es einen Stream, wo sie ein bisschen Modellbau gezeigt haben, so How-To-mäßig, wie sie ein 3D-Modell bauen und so. Und da haben sie, glaube ich, irgendwas für einen Mac gebaut, irgendein kleines Detail. Und da haben sie auch Bilder gezeigt. Und zwar, ich glaube, von einer speziellen Black Edition oder sowas vom Mac Anthem. Und auch Work-in-Progress-Bilder vom Mac Pinnacle. Ich glaube, sie haben nicht wirklich was dazu gesagt, wann das kommt. Aber sie haben auf jeden Fall neue Fotos gezeigt. Das heißt, wer da interessiert ist, der kann einfach in den letzten Stream von SCS nochmal reingucken. Und der wird da ein bisschen was finden. Und ja, vielleicht gibt es ja heute Abend oder für euch gestern schon mehr Informationen. Dann ist dieses Video natürlich nicht aktuell. Und dann könnt ihr mir mal wieder auf die Finger hauen, aber mit ordentlich Schmackes. Naja. Sei es, wie es ist. Das waren tatsächlich auch schon die SCS-News. Wir fahren die Strecke ja natürlich trotzdem zu Ende. Aber wenn es vielleicht noch irgendwelche News gibt, von denen ich nichts mitbekommen habe, die ich vergessen habe, oder wenn sonst noch irgendwas im Raum steht, dann schreibt doch gerne einen Kommentar. Auch gerne zu den News, über die ich gesprochen habe, wie ihr das so findet. Zum Beispiel, keine Ahnung, ob euch das Casper Trailer Pack holen werdet oder so. Finde ich auch immer interessant, sowas von euch zu lesen. Weil es gibt ja schon noch die Parteien der Community, die sagt, brauche ich jetzt nicht unbedingt, weil es sind am Ende des Tages nur Trailer. Es gibt aber auch Leute, die da tatsächlich voll drauf abgehen. Und dementsprechend hat das, glaube ich, schon so seine Zielgruppe und seinen Markt und seine Daseinsberechtigung vor allem, weil es genug Leute gibt, die darauf Bock haben. Aber eben nicht alle. Ansonsten kann man sonst noch über irgendwas sprechen. Ich habe jetzt mittlerweile so einen Definition-Mod drin für das Traffic Pack von Jazzy Cat, was nochmal so ein bisschen verfeinert, wo welche Autos spawnen. So dass zum Beispiel, vielleicht hier im Baltikum, eher ältere Fahrzeuge aus den 90er und 2000er Jahren spawnen. Irgendwo in Westeuropa aber eher die modernen Schlitten. In Spanien mehr Seat. In Norwegen und Schweden mehr Volvo. Sowas, glaube ich, ist das. Also eine kleine Definitionsdatei, die einfach so diese Spawn-Locations von den Jazzy Cat Traffic Cars ein bisschen anpasst. Gibt es auf ETS2.lt, glaube ich. Müsste da gewesen sein. Einfach mal wieder in Traffic Mods dort gucken. Bin ich bislang überzeugt von. Gefällt mir auch bislang richtig gut. Übrigens bin ich auch schon ein paar Kilometer hier mit dem MP3 gefahren. Fast 1400. Ich bin mit dem so ein gutes Stück, also ein wirklich gutes Stück, durch Norwegen gefahren. Und jetzt fahren wir den halt mal wieder. Ich finde den cool. Weiß nicht, mir gefällt der halt einfach. MP2 und MP3 sind halt irgendwie so All-Time-Classics. Die kann man immer mal wieder fahren. Ich muss tatsächlich sagen, lange am Stück fahre ich die nicht mehr, weil mir das Navi ein bisschen zu klein ist und ich sehe nicht genau, wie schnell wir fahren dürfen. Aber so an sich von der Sache, zeitlose Klassiker. Auch vom Sound und von der Umsetzungsqualität von Dotec natürlich, das ist top.
Was ist denn mit meinem Spiel heute los? Jetzt habe ich bestimmt die letzten 3, 4, 5 Videos, die ich aufgenommen habe, gar keine Probleme mit der Performance gehabt. Ich dachte schon, es ist jetzt alles gut, alles in Butter, wir sind im Himmel. Und jetzt fängt der ETS 2 wieder an. Naja, vielleicht bringt ja irgendein Update in Zukunft ein bisschen Abhilfe. Fände ich zumindest cool. Ich bin auch gespannt, ob das Promods-Update für die 1.51, was ja früher oder später kommen muss, ob das dann vielleicht auch endlich mal Düsseldorf, Duisburg, Köln und so Dortmund mitbringt. Und ob sie die Städte, die die SCS in der 1.51 überarbeitet hat, auch direkt einmal mit einbauen in Deutschland. Fände ich nämlich cool. Ich finde das ein bisschen schade manchmal, dass die Promods da immer so hinterherhinkt. Aber so ist das eben. Es geht halt nichts sofort und manchmal muss man im Leben halt auch mal so ein bisschen Geduld beweisen. Und das tun heutzutage tatsächlich, lasst euch das von jemandem gesagt sein, der mit Kunden arbeitet, immer weniger Leute. Es muss immer alles sofort sein und es geht nur um einen selbst und ach, unsere Gesellschaft ist eigentlich im Eimer. Sehr gesellschaftskritisches Video, endlich, ich weiß, aber am Ende des Tages ist unsere Gesellschaft im Eimer. Komm, wir fahren jetzt über Rot. Gesellschaft ist eh im Eimer. Uah. Das hätte auch böse enden können, tatsächlich. Ist es aber nicht. Ich denke mal, 50 dürfen wir hier fahren, ne? Ja, 50 dürfen wir fahren. Fahren wir dann auch. Ich glaube, wir fahren jetzt hier nochmal ein bisschen durch Industriegebiete. Ja. Sind aber tatsächlich gleich am Ziel. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Bin gespannt, wie dieses News-Video ankommt. Wenn euch diese Videos gefallen, könnt ihr sie auch gerne teilen. Ist auch wichtig. Denn ich bin froh, wenn der Kanal hier wächst. Und seit ich mit diesen News-Videos im März, April angefangen habe, wie gesagt, ist der echt gut gewachsen. Ja. Wir haben, ich glaube, 400, 500 Abonnenten allein seitdem dazu bekommen, was eine wirklich krasse Zahl ist, für meine Verhältnisse zumindest. Und ich feiere das. Ich feiere das. Ich mache Videos, weil ich Bock drauf habe. Und ich habe aber umso mehr Spaß, wenn ihr da auch Bock drauf habt. Und deswegen brauche ich so ein bisschen Input von euch, was ihr sehen wollt. Das Industriegebiet hier ist ganz cool, ne? Vielleicht will ich mich hier nicht mitten in der Nacht aufhalten, aber an sich ist es cool. Ist cool gemacht, schön umgesetzt. Vorne müssen wir dann einmal links abbiegen. Es ist wirklich cool, dass die Ampeln hier kurz bevor sie gelb werden, anfangen grün zu blinken, weil du dann ganz genau weißt, okay, jetzt nochmal Vollgas geben, um es über die Ampel zu schaffen. Oder, hey, ich kann rollen lassen, die wird noch lange nicht rot. Mega. Hier nicht, ne? Hier, eins weiter. Hier müssen wir rein, glaube ich. Irgendwo? Was ist denn die blöde Einfahrt? Hätte ich doch eben in die Seitengasse gemusst? Sieht fast so aus. Obwohl, nee, hier kommt was. Hier kommt eine Einfahrt. Das ist das Problem, dass ich meine Sicht mit dem Knöpfchen auch nur sporadisch zentrieren kann am Lenkrad. Das ist übrigens auch geblieben. Dann parken wir das Ding jetzt noch einmal ein. Und dann soll es das für heute auch schon gewesen sein. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.